So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gib mal Feuer. Heute zu Gast NRW-Ikone, LIP-CEO, Bars-Monster, Geschäftsmann. Kleines Markenopfer, auch so was die Klamotten angeht, würde ich sagen. Seit 2-3 Jahren auch, was Optik angeht, ganz oben am Mitspielen. Weil diese kleine Tolle hier vorne weg ist, die war wirklich ein Skandal. PA Sports ist am Start. Schön, dass du da bist. Kipp dir die Cola Zero ein, wir machen einfach nur kurz den hier. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, wie du schon in der Voice mir gesagt hast, du wurdest genötigt zu diesem Termin. Ja, auf jeden Fall. Bin ich dir gut auf den Sack gegangen? Nee, ich spreche gerne mit dir, nur habe ich mich aktuell in einer Zeit befunden, wo ich gesagt habe, jetzt eigentlich erstmal keine Interviews mehr, ich mache einmal die Woche einen Podcast, habe jetzt im vergangenen Jahr viele Gespräche geführt und wie soll man sagen, man will auch mal durch ein bisschen Abwesenheit glänzen, kennst du so? Ja. 48 Gesetze der Macht, Schwachsinn. Aber auch an sich, ich habe es ja kurz angeschnitten per Voicemail, es ist gerade einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich so selber ein paar Antworten auf bestimmte Fragen suche, die ich im Kopf habe. Hm. Und in so einer Zeit, weiß ich nicht, ob es der perfekte Zeitpunkt ist, um sich in ein Interview zu setzen und sich den Fragen einer anderen Person zu stellen. Ja, also erstmal ist es auch kein klassisches Interview, sondern es wäre cool, wenn er auch heucheln könnte, dass du irgendwie an meiner Person Interesse hättest. Okay. Ne? Also soll schon hin und her sein. Aber ich glaube, die Antworten, die du suchst, also ich glaube, die Fragen werde ich dir wahrscheinlich jetzt auch nicht stellen. Aber, ja. Aber wenn du sagst, Phase deines Lebens, also ich habe jetzt ein paar Rapper kennengelernt und eure Phasen, die gehen meistens wirklich so ein paar Monate nur, ne? Nicht unbedingt. Kommt jetzt drauf an, ob du das alles als eine große Phase betrachtest, ja, oder es passiert zu viel. Ja, es teilt sich dann in viele verschiedene Phasen ein, aber es ist halt seit Jahren schon ein Film, der die ganze Zeit auf Repeat läuft. Und ich glaube, bei Persönlichkeiten, wie wir es sind, es ist auch schwierig, davon wegzukommen und so die Ruhe einkehren zu lassen. Unmöglich. Wir sind auch irgendwie süchtig danach. Nach Output auch. Du willst ja auch, also man hat ja, also ich spreche da glaube ich für uns beide, man ist ja Künstler und du hast theoretisch immer ein bisschen was zu sagen oder du hast kreative Ideen oder man denkt generell viel nach. Also viel, ne, würde ich gar nicht, also bei Comedians ist es so, Comedians denken 24/7. Und es gibt ein paar Rapper, denen würde ich es auch attestieren, da gehörst du zu, weil viele gibt es auch, die, da würde ich sagen, nachdenken ist ganz unten an der Tagesordnung, wenn überhaupt. Ja. Sprichst du manchmal mit dir selbst? Erwischst du dich dabei, wie du mit dir selbst sprichst? Erwischen? Also ich teilweise mache ich auch Interview mit dir selbst? Ja, setze ich Diskussionen dann mit mir selber. Ehrlich? Ja, voll. Ja, aber auch krass. Dann nicht nur im Kopf, sondern auch also ich bin nicht der Einzige, der Dachschaden nein. Wirklich, ja? Ja, richtig, auch lautstark. Ja, das ist crazy. Und immer wenn ich mich dabei erwische, dass das öfter vorkommt, dann ist so ein Moment, wo ich mir sage, ey Bam, irgendwas stimmt gerade nicht. Ja. Du hast viele Dinge, die in deinem Kopf abgehen und du stehst auch in vielen Dingen so in einem Zwiespalt mit dir selbst. Das ist eher, um es auf den Punkt zu bringen. Und solange du nicht so zu 100% gefestigt bist in bestimmten Glaubenssätzen oder Dingen, die du probierst nach außen zu tragen, sollst du dich erstmal nicht vor die Kamera setzen und Gespräche führen, weil es kann sein, dass du dir das danach anguckst und dir denkst, ey, gefällt mir nicht. Ja. So, in diesen Phasen kommt es meistens vor, dass ich danach das gesamte Interview zerschneide, aber das wird jetzt nicht passieren, kennst du so? Weil ich sitze hier und ich lasse einfach drauf vorkommen. Ich bin jetzt, also das erste Mal, dass wir jetzt, ich habe jetzt, glaube ich... Flair zerschneidet Interviews? Nein, überhaupt nicht. Also normalerweise war immer so, ich schicke dir das und der meint so, sehe ich gut aus? Ich meine, so sieht gut aus, meint er dann, hau raus. So, auf locker. Und jetzt war aber das erste Mal, wo der halt meinte, nee, ich will nochmal drüber gucken. Ich glaube, das war aber auch, weil jetzt wieder sehr viel passiert ist, auch bei dem privat. Und zwei Tage danach oder da gleichzeitig war das Bushido-Konzert hier. Man weiß ja nicht, was da im Hintergrund wieder abläuft. Also das sind ja wirklich Sachen, mit denen habe ich zum Glück gar nichts zu tun. Hm. Und du zu 100%. Ne? Und ich stelle mir das ultra stressig vor, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das sind auch so die, was du gerade eben angeschnitten hast, dieses... was will ich nach außen tragen? Glaubenssätze ist es, glaub ich, auch gar nicht so unbedingt auf Religion zu beziehen, sondern du bist Familienvater, du bist aber auch ein brutaler Rapper und du bist aber auch, hast aber auch maximale Verantwortung Künstlern gegenüber und hast wahrscheinlich jetzt hier eine Familie, da eine Familie, da aber noch jemanden, der irgendwas möchte und du sollst aber auch hier sein, du hast Freunde hier, Freunde da und das, glaube ich, eher so das, was einen so ein bisschen... Ja, ist auch sehr schwierig, das alles miteinander kompatibel zu machen. Ist wahrscheinlich eine unmögliche Aufgabe, aber wenn ich ehrlich bin, das, was mich zurzeit am meisten beschäftigt, ist halt so dieses
diese zwei Welten, die in mir existieren. Und dieses Thema verfolgt mein Leben und vor allem auch meine Karriere schon seit Tag 1. Aber ich habe mich nie so bewusst damit auseinandergesetzt wie in den letzten Monaten, weil ich merke, dass das so, dass alles, was in meinem Leben, ich will jetzt nicht sagen, nicht funktioniert, also ich will jetzt nicht irgendwas negativ reden, aber dass alles, was in meinem Leben für Probleme sorgt oder mir selber schwerfällt oder für Kopfkrieg bei mir sorgt, von daher kommt so. Und das kannst du dann bis auf meine Musik, diese Brücke kannst du bis in meine Musik schlagen und auch verschiedene Entwicklungen, die während meiner Karriere passiert sind. Und das ist halt dieser Zwiespalt, so diese zwei Welten. So, ich komme halt aus einer Familie, die, ja, das ist jetzt so Klischee, bei mir klingt das schon wie so ein Satz, den man 100 Mal gehört hat, aber ich komme aus einer akademischen Familie, bin ziemlich relativ behütet, vernünftig aufgewachsen, Das ist die intellektuellen Iraner. also auch sehr liberal und so, ne? Jetzt nicht irgendwie streng religiös von zu Hause aus, sehr westlich und mit viel Liebe behütet und so, ne? Und das ist natürlich etwas, was mich stark geprägt hat. Aber ich habe mich irgendwann während meiner Jugend auf den Weg gemacht, weil ich den Drang dazu hatte, die andere Seite der Welt kennenzulernen. Und am Anfang ist es nur etwas, was man unbedingt sein möchte, und dann wirst du es aber dazu, wenn Aber du durchs das Umfeld? durchs Umfeld, durch Entwicklung, durchs Leben, durch alles, weil es zeichnet sich manchmal ab, der eine geht in eine Richtung, aber lässt auch ganz schnell wieder die Finger davon, und jemand geht komplett rein und macht das wirklich zu seinem Leben so. Und das ist bei mir teilweise so passiert, und dementsprechend habe ich mittlerweile wirklich zwei Facetten in mir, die sehr konträr zueinander sind. So, ne? Das ist sehr viel Paradoxum, was in mir drin steckt, und das überträgt sich auch auf meine Musik. Ich habe irgendwo mache diese melancholische, diepe, gefühlsvolle Musik, die man meiner Meinung nach auch einem sehr großen Publikum Safe. zugänglich machen kann, so wenn ich mich darauf konzentrieren würde. So, meine Lieben, diese Episode wird gesponsert von Taipan Schmuck. Taipan arbeite ich zusammen seit 2021, bin Maximum zufrieden natürlich, habe vorher auch schon feines Silber gerockt und jetzt natürlich umso mehr. Und es gibt auf jeden Fall gute Neuigkeiten, denn für die Leute, die generell einfach hauptberuflich kein Geld scheißen oder ein bisschen jünger sind, gibt es jetzt eine Produktlinie komplett aus Edelstahl. Heißt Klassiker wie die Plattenkette als Armband auch mein Favorite. Die Santorini auch ebenfalls als Armband erhältlich. Und mit dem Code gib mal Feuer 20 bekommt jeder von euch 20% auf jedes Edelstahlprodukt. Und für den Rest des Sortiments, sprich Gold und Silber, mit dem Code gib mal Feuer 10, 10% auf alles. Infos stehen in der Beschreibung. Und wenn ihr zuschlagt, und ich glaube irgendwie, ihr werdet zuschlagen, tut mir nun Gefallen, vergesst bitte nicht eure Mütter, eure Schwestern, eure Tanten, eure Freundinnen und eure Affären. So, meine Lieben, jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Aber wenn es dann irgendwie alle 18 Monate oder so total ausfällt, das heißt total ausfällt, ich mache es ja bewusst, weil es auch eine Facette von mir ist, dann irgendwelche 100, 150 Bars gibt, in denen ich Gott und die Welt beleidige oder meinem Frust freien Lauf lasse, sind das natürlich zwei Facetten, die nicht 100% kompatibel miteinander sind. Weil dieser gemindsettete Typ, der diepe Musik macht oder auch hoffnungsvolle Musik und so mit Positivität nach draußen geht, vom Bewusstsein spricht, auch ein Stück weit spirituell ist, übers Ego redet und auch über seine Erfahrungen und damit umzugehen, der ist halt sehr reif. Und das ist auch wirklich ein Teil von mir. Aber ich habe auch eine Seite in mir, die noch sehr unreif ist oder durchkommen kann, die sehr unreif ist. Oder ich habe immer noch ein sehr starkes Ego, was in verschiedenen Momenten zum Vorschein kommen kann. Und irgendwo bin ich, wie gesagt, liberal und offen aufgewachsen und kann mit sehr vielen Dingen sehr erwachsen, reif und ich würde auch sagen, Reflektiert. reflektiert umgehen, ja. Aber ich habe auch definitiv ein bisschen rückständigen Neandertaler noch in mir. So, und die beide gegeneinander, das sorgt oft für Konflikte. So, Ja, weißt du, was ich meine? aber ich kann es 100% nachvollziehen. Ich habe das ähnlich, aber also ich habe natürlich meist keine Mucke und ich schreibe auch keine melancholischen Songs, aber was bei mir diese Seite bedient, ist halt Zeit mit mittlerweile Ex-Frau oder Kind. Da ist man halt, man ist so seicht und voller Liebe und verständnisvoll und so. Aber alle 5 Monate will ich halt einfach jemanden verbal dem Erdboden gleich machen und den rauf und runter beleidigen. Und dafür habe ich mal, das ist halt ein Ventil, genauso wie es bei dir wahrscheinlich auch eins ist. Aber bei mir ist es halt in einem ganz geil gesteckten Rahmen. Da ist jemand,
Der hat Bock drauf, beleidigt zu werden, der hat Bock drauf, mich zu beleidigen. Dann macht man das 3-4 Monate vorher aus, trifft sich in einem Setting, da sind 1500 Leute, die ziehen sich rein, wie man sich beleidigt, und da gibt man sich Hand und dann ist gut. Mhm. So, das ist halt das Geile bei Battle Rap, obwohl es natürlich jetzt nicht monetär so ertragreich ist wie Rappen, aber das ist ungefähr vom Prinzip her dasselbe, nur dass bei euch gibt es halt keinen Rahmen. Okay, also, was meinst du überhaupt mit bei euch? Wer sind wir? Ihr Rapper. Okay, aber du bist auch ein Rapper. Nein, ich bin Battle Rapper. Also du siehst dich wirklich nur als Battle Rapper, du wagst dich gar nicht an Musik. So, meine Lieben, es ist soweit, meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an. Die erste Tour, übertreibt nicht, ist durch. War schon sehr, sehr erfolgreich. Und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations. Ich spiele 7 Großstädte, und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart. Ich freue mich auf euch, es wird sehr, sehr böse. Wenn ihr es abkönnt, geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei, es wird krank. Okay, nein, okay. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben war ich 3-mal im Studio, habe über einen Zeitraum von 10 Jahren, glaube ich, 5 Songs aufgenommen und nie so gedacht, das ist auch, glaube ich, was für mich, sondern ich habe einfach die Möglichkeiten so vor die Füße geschmissen bekommen. Da hat jemand ein geiles Studio in Hamburg gemacht, der meint so, mach das doch mal, musste mich da so reinreden. Mhm. Ich so, okay, mach ich, habe ich übelst vor auf die Fresse bekommen, weil habe dann einen Song rausgebracht, der wurde komplett zerfetzt. Okay. Also aufs Übelste mit Shitstorm und allem. Dann habe ich noch ein schlechtes Statement dazu gemacht. Danach natürlich gar keinen Bock mehr gehabt. Mhm. So, deswegen, ich meine schon ich meine schon Rapper. Also ich hab das Hookup-Festival moderiert, lustig moderiert, ein paar Leute nachgemacht und für Lacher gesorgt, und ihr wart die mit ihnen ihr so auf die Bühne sind und performt haben. Ich verstehe. Ja, es kommt ganz auf den Charakter an. Ne? Ich glaube, es gibt auch Rapper, die sehr, ich möchte jetzt nicht professionell sagen, weil das, was wir machen, ist jetzt nicht unbedingt unprofessionell, aber die, ich würde sagen, mit diesen Gefühlen und den Emotionen eher professionell umgehen können, beziehungsweise einfach sagen, ey, ich schalte jetzt ab, jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich Privatperson und scheiß drauf, und alles, was in dieser Welt und in dieser Bubble stattfindet, tangiert mich jetzt nicht. Und es gibt halt Leute, die das nicht können, bei denen das alles irgendwie ineinander verschmelzt. Und ich bin so ein Typ, so, das ist mein Leben, das ist nicht nur mein Beruf, PA Sports ist nicht nur eine Kunstfigur, die ist ziemlich nah dran an der Privatperson, die ich auch bin. Das hörst du auch in meiner Musik raus, in den Themen, in den Dingen, die ich aufschreibe. Es ist manchmal so tiefgründig, dass ich weiß, das ist der stärkste Song auf dem Album, aber ich traue mich nicht, den als Single rauszubringen, weil das dann zu viele Leute hören und ich mir denke, ey, das kannst du nicht bringen so. Und ja, bei so einer Person wie mir ist das auf jeden Fall. Das denkst du immer noch? Wie bitte? Das denkst du immer noch? Manchmal, ja. Krass, obwohl du schon so lange dabei bist und eigentlich drauf scheißen könntest. Ja, ich stehe mir manchmal selbst im Weg, und vor allem, es ist auch immer, ich bin ein Typ, ich bin streng zu mir selbst. Es gibt auch Leute, denen ist alles scheißegal, die haben nicht mal so eine Gedanken, die denken gar nicht drüber nach, denen ist alles egal. Also, ne? Deswegen, ich will auch nicht zu hart zu mir selbst sein, aber ich bemerke es auf jeden Fall, wenn ich mich zum Beispiel weiterentwickle und dann auf einmal eine Zeit kommt, wo ich mich wieder zurückentwickle, wo ich Dinge, die ich eigentlich schon hinter mir gelassen habe, wieder zulasse und so. Das fällt mir schnell auf und ich denke mir, ey, du bist nicht gut, du warst besser, warum jetzt wieder so, und was passiert gerade in dir? Weißt du, was ich meine? Alles hat seine Gründe, natürlich. Das wirkt sich dann auch auf die Musik aus, und ich würde sagen, dass ja, es gab auch schon Zeiten, auch Zeiten in der Öffentlichkeit vor 1, 2, 3 Jahren, wo ich der Meinung bin, ein stärkeres, stabileres Mindset gehabt zu haben, als ich es jetzt gerade habe. Mhm. Jetzt gerade ist wieder so viel unklar in meinem Kopf, ich stelle mir viele Fragen, ich zweifle an bestimmten Dingen, wo ich mich noch ganz klar für ausgesprochen hätte vor einigen Monaten so, und das hat auch seine bestimmten Gründe, aber ich bin jemand, der sich auf die Reise macht, die Antworten zu finden, und wenn ich dann so wieder gefestigt bin in diesen ganzen Geschichten und nicht mehr diesen ganzen Kopfkrieg habe und 6 Interviews am Tag mit mir selber führe, weil ich aus diesen Selbstgesprächen nicht rauskomme, dann habe ich auch wieder was zu erzählen so, und dann verarbeite ich das, was alles passiert ist innerhalb dieser Monate, im besten Fall auf einer guten Platte, und gehe dann auch wieder raus und sage, ich bin bereit für Gespräche, ich habe den Leuten was zu erzählen so, weißt du, und jetzt gerade so ein bisschen wischiwaschi. Ich weiß nicht genau. Ich könnte jetzt ganz viele Themen anschneiden und für das explosivste Real Talk Interview sorgen oder Gespräch, Podcast, was auch immer. Natürlich nicht. Natürlich, wir wollen nur das, aber ich habe viele Dinge selber noch nicht zu Ende gedacht. Weißt du, was ich meine? Wir befinden uns auf jeden Fall gerade in einer Zeit, die sich für mich sehr schwierig anfühlt. Ich kann mich mit vielem, was da draußen passiert, nicht identifizieren. Ich will aber auch nicht derjenige sein, der sich jetzt irgendwie so vors Mic setzt und das Gefühl vermittelt, irgendwie darüber verbittert zu sein oder irgendwie eine eigene Unzufriedenheit auf gewisse Dinge zu projizieren. Ich probiere da schon sehr reflektiert zu bleiben, aber ich blicke auf viele Dinge, die gerade passieren, kritisch. Sei es gesellschaftlich, sei es in der Musikszene, sei es privat, sei es im eigenen Umfeld, auf so vieles, und das ist etwas, was man erstmal im eigenen
wo man die eigenen Gedankengänge zu Ende bringen muss, bevor man halt wirklich auch mit etwas, was man zu sagen hat, an die Öffentlichkeit geht. So. Ja. Früher habe ich schon ziemlich früh in so einem Stadium angefangen zu reden, aber das habe ich dann auch im Nachgang oft bereut. So. Deswegen, ich probiere das mit mir selbst zu vereinbaren. Ich habe jetzt so viele Fragen auf einmal. Also erstmal dieses Ding, was ich jetzt bei dir raushöre, ist, das habe ich nämlich, die Krankheit habe ich auch, dass man viele Sätze anfängt mit, ich würde das gerne machen, aber dann habe ich auch keinen Bock, dass das so und so rüberkommt. Man ist ja selber ein Künstler und eigentlich sollte man ja den Output machen, auf den man selber am meisten Bock hat und auf die Repercussions so scheißen, weil das sind die meisten, die einen labeln oder die einen bewerten, sind selber, die können das selber nicht, was man selber kann. Kann einem eigentlich egal sein, aber irgendwie lebst du ja auch davon, von dem, wie die Leute das so wahrnehmen. Und aber irgendwie halte ich das für ungesund, obwohl ich selber auch praktiziere, dieses, ich würde gern das machen, aber wenn ich das mache, kommt das vielleicht so und so rüber. Und das war jetzt zum Beispiel zum Thema, ich habe einen deepen Song, ich habe krasse Gefühle und das wird ein breites Publikum erreichen und du wirst eine ganz neue Hörerschaft finden, aber denkst dir dann vielleicht so im Hinterkopf, aber bin ich dann eine Fotze oder komme ich dann rüber wie eine Fotze oder passt das überhaupt zu dem? Ich habe doch eigentlich, habe ich auch noch Ideen für Terrorbars und jetzt aber kann ich nicht so Ja, ein Motrip-eskes Ding das ist das machen? Ergebnis, wenn du dich zwischen diesen Welten bewegst, wenn du zu viele Schubladen hast und es nicht diese eine gibt, in der man dich kategorisieren kann, weil das ist für die Leute meistens einfacher und auch viel Ja, greifbarer. safe. Also, weißt du, was ich meine? Weil die Menschen denken gerne in Schubladen, aber wenn du dich selber zwischen acht Schubladen befindest, hast du halt oft so eine Gedanken. Weil ja, du denkst ja, ey, ich hätte das Potenzial, eventuell etwas zu machen, was viel größer wird. Dafür brauchst du aber auch Eier. Warum? Weil du weißt ganz genau, dass es da vielleicht drei, vier Facetten gibt von dir, die du auf der Strecke lässt und dann auch erstmal als allererstes bist du nicht mit der riesigen Crowd konfrontiert, Ja. die dir sofort die Türen öffnet und sagt, ey, wir wollen jetzt mit 20.000 Mann dein Konzert besuchen. Am Anfang spürst du erstmal von den 5.000 Hip-Hop-Heads den Gegenwind, die sich darüber abfacken, Ja. dass die keine Bars bekommen und dass du jetzt Natürlich. was anderes probierst. Ja. Und ja, sollen wir es runterbrechen auf den Kernpunkt? Charakterstärke. In so einem Moment musst du charakterstark sein. Und ich bin jetzt niemand, der mit dem Finger auf sich selbst zeigt und sagt, ja, aber anscheinend bist du dann da zu charakterschwach. Ich sage, da ist etwas in mir, was ich aufarbeiten muss, was für diese Unsicherheit sorgt. Weil normalerweise ist es genauso, wie du sagst. Ein Künstler muss normalerweise einen Fick geben. Nur bei vielen Künstlern, bei denen es funktioniert, die einen Fick geben, die geben jetzt nicht einen Fick, weil die so, sorry, und das meine ich auch no disrespect. Es gibt auch Leute, die absoluten Motherfucker sind, aber die machen das nicht aus der Intelligenz Ja, heraus, nee. sondern einfach, weil die einen Fick auf alles Ja, geben. genau. Und dann passiert es einfach automatisch, dass sich das alles so locker geflowt anfühlt und Ja. dann auch explodiert, so, weißt du? Aber ich denke, dass wir Typen sind, die sehr verkopft an die Sache herangehen und das gehört eigentlich nicht dazu, verkopft zu sein. Du musst einfach machen. Also wenn du dich hinsetzt, das ist ja ein Ding, also ich feiere dich eigentlich mehr für dein Redetalent Musik. als für deine Musik. Hast du dich schon viel mit meiner Musik auseinandergesetzt? Also in dem Sinne, dass du sagen könntest, ich kenne deine Alben. Nein, nein. Also da bin ich auch ehrlich, ich hätte auch jetzt in Vorbereitung darauf, hätte ich jetzt auch dein Spotify, dein Katalog nochmal irgendwie durchhören können. Aber bin oft genug über deine Musik gestolpert, habe oft genug, wenn es Wirbel gab, mir Sachen reingezogen. Aber ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Es gibt so eine Kategorie von Rappern, wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen, was die Mucke angeht, so ein bisschen doof gesagt da rein, da raus, weil mir so dieses, weiß ich nicht, ob das Hittige fehlt oder ob dieses, guck mal, du bist eine Person, die polarisiert, du bist auch eine Person, die ein Alleinstellungsmerkmal hat, du kannst überkrass rappen, du hast krasse Lines, aber mir wird jetzt kein Song einfallen, wo ich so sage, also ich weiß nicht mehr, ob ich einen Song von dir in meiner Playlist habe, wo du nicht Punchlines des Grauens bittest. Ich finde das voll interessant. Was hörst du? Weil du hast jetzt zum Beispiel am Anfang gesagt, hittisch und so. Was hörst du selber für Mucke? Also ich hab, war mit, kennst du Marvin Game? Ja. Ja, mit dem war ich, mit Marvin Game, Samy Deluxe, Moloch Dilemma, waren wir in Frankreich auf so einem Camp, haben wir Content gemacht und Beats und gerappt und Texte und so. Und da wurde ich für meine Playlist übelst beleidigt. Weil, also, ich höre halt, man, ich höre, also ich höre Hafti, ich höre Shindy, ich höre die alten Bushido-Sachen, ich höre ein paar Sachen von Genetik, ich höre die ersten Motrip-Sachen, ich höre, wer kommt noch oft vor? OG Kimo. Also es Geil. sind so, ich digge nicht. Also ich kratze nur an der Oberfläche und wenn was bei mir erscheint, dann erscheint es da, glaube ich, zurecht, aber ich
ich gehe nicht voll in die Tiefe rein nach dem und beschäftige mich nicht richtig. Du hast gerade genau das auf den Punkt gebracht, was wir zu Anfang besprochen haben. Ich glaube, wenn du voll diggen würdest, würdest du und in meinem Katalog auf einige Juwelen stoßen, die bestimmt dich unfassbar abholen würden. So. Aber genau das ist es. Die meisten Menschen, die Musik konsumieren, kratzen an der Oberfläche. Hm. Und um an der Oberfläche jemanden zu finden, den du dann so krass verfolgst und dich mit seiner Musik beschäftigt, dafür muss es in deinem Kopf eigentlich direkt eine Schublade geben. Ja. Und weil ich, glaube ich, kein Künstler bin, der das einfach so per se ausmacht, ne, ist es schwierig, mich an der Oberfläche zu entdecken. Ja. So, weißt du? Genau. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich mich am Anfang meiner Karriere für einen bestimmten Weg entschieden hätte, sodass nach diesen 15 Jahren jetzt ganz prägnant in deinem Kopf wäre, wenn ich Kopfhochmusik hören möchte, dann ist das PA Sports. Uplifting, genau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann wäre das wahrscheinlich viel greifbarer, wie es für viele Leute ist, weil ich glaube, dass viele Menschen mich gar nicht einschätzen können. Ich glaube, es gibt Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die denken, ich bin so ein richtiger Assi-Rapper. Dann gibt es Leute aus genau derselben Mitte der Gesellschaft, die genau das Gegenteil von mir denken. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was und das ist so, das ist alles so vermischt und das habe ich halt auch während meines langen Werdegangs produziert. Mhm. So. Vor allem aber auch, weil ich sehr jung an die Öffentlichkeit getreten bin und quasi meine persönliche Entwicklung, ich bin nicht wie so ein Produkt, was geschliffen wurde. Und ich bin einfach an die Öffentlichkeit gegangen und die Leute haben gesehen quasi, wie ich erwachsen wurde. Und deswegen stoße ich dann auch oft auf diese, wie soll ich sagen, auf diese Konfrontation mit meinem alten Ich oder mit alten Glaubenssätzen oder Gedankengängen und denke irgendwie, ich müsste dieser Generation noch gerecht werden. Aber nein, wenn ich mich weiterentwickelt habe, müsste ich eigentlich auch dazu bereit sein, die Menschen, die dieses Mindset von mir fordern, hinter mir zu lassen. Es kann mir eigentlich scheißegal sein. Ja, aber die Leute können manchmal nicht differenzieren. Die sagen, Alter, der Typ hat doch vor 10 Jahren so und so in Interviews geredet. Ja, aber vor 10 Jahren war ich 23, ich bin jetzt 33. Mhm. So. Vieles hat sich verändert und ich bin halt, wenn ich das von vornherein nur als Produkt betrachtet hätte, ey, das muss ein Film sein, der von vorne und hinten perfekt Sinn macht. Und manchmal wünsche ich mir, einen Manager an meiner Seite gehabt zu haben, der mich darauf aufmerksam gemacht hätte, dass man das, wenn man nur auf die Kommerzialität gehen möchte, beziehungsweise darauf etwas markenmäßig groß zu machen, dass man auf sowas achten muss, weißt du? Ja, du sagst, es wäre falsch gewesen, kann man so betrachten, weil man am Ende des Tages, ich bereue nichts, was gewesen ist. Ich bin jetzt heute hier an einem sehr guten Punkt in meinem Leben, in meiner Karriere und entscheide jetzt, wie es von hier aus weitergeht. Aber für mich selber musikalisch, ich bin der Meinung, dass ich natürlich, das ist der Preis, den ich zahle. Familie, der Verantwortung, der ich mich stelle, darüber werden wir bestimmt auch reden, du bist ja auch Vater, wie ich das in einem Podcast mitbekommen habe. Ich stelle mich dieser Verantwortung und trage sie gerne in meinem Leben. Es gibt auch viele Leute, die bücken sich weg und arbeiten weiterhin nur an ihrer Selbstverwirklichung. Wenn ich darauf achte, dass ich mich dieser Verantwortung zweimal in meinem Leben gestellt habe, natürlich mit 100%iger Liebe, aber einmal an einem Punkt, wo ich selber noch gefühlt ein Kind gewesen bin und trotzdem mich nicht weggeduckt habe, so, und dann auch noch diesen Laden gegründet habe, dieses Label, diese Künstler, weiß ich, dass meine eigene Karriere und meine eigene künstlerische Selbstverwirklichung in den letzten Jahren auf jeden Fall extrem auf der Strecke geblieben ist. Auch wenn die Leute wissen, dass ich viel Output geliefert habe, so viel Musik rausgebracht habe, aber ich weiß ja, wie ich dran arbeite. Ich mache das alles zwischen Tür und Angel. Also es gab in den letzten 5-6 Jahren, würde ich sagen, 2 Releases, wo ich wirklich jetzt rückblickend sage, ich habe in dieser Zeit, wo ich diese Alben gemacht habe, wirklich wie ein Künstler daran gearbeitet, der nur das macht. Okay. So. Und alle anderen Sachen sind unter Umständen entstanden, die in Ordnung gewesen sind. Ich bin auch zufrieden mit den Produkten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch viel krasser sein könnte oder mich noch viel mehr hätte reinbringen können, wenn ich einfach den freien Kopf dazu hätte. Ja. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, das ist noch etwas, wo ich mich jetzt einfach entscheiden muss, wie ich damit umgehe in Zukunft. Und wenn ich mich dazu entscheide, bewusst mehr auf meine eigene künstlerische, auf meine eigene Kunst zu gucken und das, was sich jetzt bei mir entwickelt, als Künstler PA Sports in der Öffentlichkeit, sehe ich jetzt langsam den Punkt, wo ich diese Entscheidung für mich treffen muss, wo ich auch die Reife mittlerweile mitbringe, es bewusst zu entscheiden, zu sagen, guck mal, entweder ich gehe jetzt in diese eine Richtung oder ich bleibe auf diesen 2 Gleisen, auf denen ich unterwegs bin. Aber ist entweder oder? Ja, ich denke schon. Aber nicht, wenn... Aber ich greife jetzt bewusst den kommerziellen Markt an und das auch ohne, dass ich irgendwie dabei Sellout werden muss. Du musst dich auch gar nicht verstellen. Du musst nur halt den Fokus auf den großen Skill legen. Du musst gewisse Dinge vielleicht weglassen. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Entweder machst du das jetzt oder du machst das andere, aber gibst dich dann auch zufrieden. Ja. Weißt du, was ich meine? Während du gibst so geile, lange Antworten. Ich habe währenddessen, mein Hirn geht von links nach rechts und ich muss gucken, dass ich wirklich meine Fragen nicht vergesse. Eine, die ich vor eben noch hatte, das passt aber auch dazu, ist, würde ich mir denken,
du bist ja finanziell an so einem guten Punkt. Also, wo, wenn ich mir vorstelle, also ich kenne jetzt natürlich deinen Kontostand und so, aber das, was ich mir ungefähr denke bei dir, Das will ich raus. also ich denke mir, du hast dir diese 1,2 Millionen Immobilie geholt, ne? Das, was wir jetzt im Vorfeld besprochen Genau. haben. Ja, okay. Und dann noch ein Haus gekauft auch. Ja, das ist eine Wohnung, was du jetzt. Also, Genau, das eine ist eine Wohnung und da gibt es ja noch ein Haus. Hast du auch gekauft? ja. Okay. Ich würde mal sagen, ich würde jetzt mal einfach mal dein Vermögen, würde ich jetzt mal so, und ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich würde mal schätzen auf, weiß nicht, 8 bis 12 Millionen Euro. Okay. Okay, so würde ich das mal schätzen. Und ich weiß aber auch, wenn ich ein Vermögen von 8 bis 12 Millionen Euro hätte, da wäre mir die Meinung von den anderen, aber hier, So leicht ist dann, das nicht. dann nur noch das, was ich möchte. Okay, Ich denkst du meine, das wirklich? eh schon das, was ich möchte. Ja. Aber wenn ich mir durch meine geile Art, also durch die Art, ohne mich zu verbiegen, die Skills kommen raus, die Skills kommen raus, ich kann Terrorbars, ich kann Dieb, ich habe ein Label gegründet, ich habe eine Familie. Du musst, also de facto musst du niemandem mehr was beweisen. Plus, auf dem Weg dahin, dass du niemandem was beweisen musst, hast du noch Millionen gescheffelt. Dann ist jetzt ja im Minimum jetzt ja wirklich der Zeitpunkt zu sagen, okay, weißt du was? Jetzt kann ich ja wirklich, jetzt mache ich ja nur noch, jetzt mache ich nur noch das, was ich möchte. Und dann ist auch egal, Danke, Alter. ob. Danke für diese Worte. Das sind sehr nette Worte gewesen und auf jeden Fall auch ein positiver Input. Safe, Und ehrlich auch. ja, na klar, wenn man selber in der Haut steckt, ist jetzt voll Phrase, aber Es more kommt dir ja money, nicht more sofort. problems. Ne? Ja, Es ja. gibt, es erschließen sich andere Dinge und so. Mit viel Verantwortung kommt halt auch viel Trouble. Und ja, wäre interessant zu wissen, ob du wirklich noch so denken würdest, wenn du Ja, in der Situation ich wärst. laber einfach nur, weil ich da nicht drin bin. Ja, aber auf jeden Fall positiver Input, den du mir gerade gegeben hast. Vielen Dank dafür. Es wäre auf jeden Fall gesund, ab und zu so auf die Dinge zu blicken. Und vielleicht ist es der gesündeste Weg, nur so drauf zu blicken, weil in der Quintessenz hast du ja recht. Ich bin meinen Weg so gegangen, wie ich ihn für richtig hielt und habe mich so durchgemauschelt, wie ich es in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe und bin Ja, zu wenn einem das Punkt gekommen, dass man durchmauschelt sagen ist. kann, dass es erfolgreich geworden ist. Und da kann man eigentlich sagen, ja, ich weiß, was ich mache und deswegen kann mir eigentlich alles scheißegal sein, was die Leute da draußen reden. Und das ist es ja. Es gab auch schon einen Punkt in meinem Leben, da war ich 1, 2 Jahre jünger als jetzt, da war es mir ziemlich scheißegal, was die anderen Leute reden. Was sorgt in mir dafür, dass es zum Beispiel jetzt gerade weniger egal ist? Es ist jetzt auch nicht so, dass es mich Tag und 24/7 beschäftigt, aber ich bin da ganz offen und ehrlich, dass ich sage, ey, ich lasse mich von Dingen angreifen, die wären mir vor 2 Jahren noch richtig am Arsch vorbeigegangen. Was ist das? So, weißt du, was ich meine? Kann davon kommen, dass ich einfach jetzt ziemlich lange keine Psychedelics mehr genommen habe, kann auch aber Okay. einfach davon kommen, dass ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was sind Psychedelics? Ich bin bei sowas voll raus. Einfach nur Was? Weed oder was? Nein, Bro, also. Ach so, Pilz und so eine Scheiße. Ja, Okay, sowas hast du mal gemacht? ja. So bewusstseinserweiternde. Ja, richtig. Das Ständig. wusste ich gar nicht. Ja, würde ich dir auch empfehlen. Ich habe ich hab mal, ich Ich habe eine, glaube, du bist ich habe eine. ein sehr guter Kandidat dafür. Soll ich dir was sagen? Ich glaube ja und ich glaube nein. Weil das Ding ist ja, du musst das ja im richtigen Rahmen machen. Ja. Und meine erste Freundin in Berlin, die meinte so, Samuel, ich habe dich jetzt kennengelernt. Wir würden mal, keine Ahnung, nur wir beide an einem See. Und ich war direkt so, was ist, wenn mich da jemand sieht? Was, wenn da irgendwas passieren kann? Die meinte so, nein, wir dosieren das so und so und da passiert das und das. Und es hat sich irgendwie cool angehört, aber trotzdem habe ich voll Schiss davor. Weil ich ja nicht weiß, was mein Kopf draus macht. Weil ich habe natürlich auch, das merkt man ja auch, wenn man träumt oder gewisse Träume hat, ich habe ja auch krasse Ängste in mir. So, ich habe Existenzängste, ich habe 70.000 Steuerschulden, ich habe ein Kind, ich bin immer noch nicht finanziell so aufgestellt. Also ich weiß für mich, dass ich noch größer werde und dass ich irgendwann auch mal viel Geld verdiene. Ich weiß das, weil die Qualität ist einfach zu sehr da. Und der Wachstum ist auch vollkommen gesund. Aber natürlich bin ich da noch nicht und habe immer noch Ängste. Ich wohne in keiner geilen Wohnung. Ich bin an keinem Punkt, wo ich mich mit irgendwas zufrieden geben könnte. Und ich glaube, solche Substanzen könnten das auch multiplizieren. Ja, man sagt, es ist wie ein scharfes Messer. Du kannst mit einem scharfen Messer viel Gutes machen und auch viel Schlechtes. Ja, dann So, nicht. weißt du, was Ich ich bin ja weg meine? vom Messer auf jeden Fall. Man nimmt dich immer so wie so einen eiskalten Wichser in der Öffentlichkeit wahr. Also, dass du, man erkennt, könnte den Eindruck haben, dass du emotionslos bist oder dich gerne über Leute lustig machst und Mach ich so. auch. Ne? Ja, Ja. definitiv. Aber wenn man sich ein bisschen mit deiner Person beschäftigt, kriegt man auch sehr schnell ein Gespür dafür, dass du ein tiefsinniger Mensch bist.
denke ich, bist, dass du ein emotionaler Mensch bist, dass du jemand bist, der sich mit vielen Fragen in seinem Kopf auseinandersetzt, mit vielen Fragen durchs Leben läuft und vielleicht auch irgendwie ein bisschen spirituell veranlagt wäre. Gehe ich schon irgendwie von aus. Und deswegen glaube ich, dass, ja, du hast am Anfang schon direkt das Wichtigste angeführt, dass du in einem richtigen Setting, ja, in der richtigen Umgebung mit den richtigen Leuten eine sehr wertvolle Erfahrung mitnehmen könntest. Ja, aber wenn das auch nur ein Meter irgendwie in eine falsche Richtung verrückt oder nicht so cool ist, wie es bei dir sein müsste, kann es auch in eine falsche Richtung gehen. Hast du definitiv recht, aber eventuell ist es genau das, was du brauchst, um diese Knoten aufzubrechen, die in deinem Kopf existieren, um diese letzten Steps oder diese Steps, die du für dich siehst, zu machen. Weil zum Beispiel, als ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich kurz daraufhin meine erfolgreichste Phase gefeiert. Warum aber? Weil diese intensive Erfahrung und vor allem das Verarbeiten danach dafür gesorgt haben, dass ich mich von extrem vielen Ängsten und Verkopfungen und falschen Glaubenssätzen trennen konnte und auf eine Art und Weise nach draußen gegangen bin, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr kann. Aber wie, aus welchem Grund auch immer. Aber ja, durch eine Droge. Aber allein der Gedanke wird bei mir schon im Kopf sagen. Aber nee, nicht durch eine Droge. Ich habe ja nicht die Droge genommen, habe dann jeden Tag die Droge genommen und bin dann immer im Zustand dieser Droge. Aber du brauchst diese bewusstseinserweiternde Droge, um auf Sachen zu kommen. Ich brauchte diese bewusstseinserweiternde Erfahrung, um mit Dingen abzuschließen. Um mit mir selber auch teilweise abzurechnen. Weil das ist das, was passiert. Um den Bastard in mir hinter mir zu lassen. Mhm. Und ein besserer Mensch zu werden in gewissen Bereichen. Das war trotzdem eine gute Erfahrung? Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Aber wie war denn dann der Trip? Nennt man Trip. Wie war denn dann der Trip selber? War der dann so... Also war das dann schön und am Ende hast du gemerkt so, das sind, also ich kann mir das nicht vorstellen halt. Ich könnte es dir auch jetzt probieren, auf jede Art und Weise zu erklären, aber es würde nicht dem gerecht werden, was es dann tatsächlich ist. Ich habe es ja erlebt und ich kann auch dran denken und mich daran zurückerinnern, aber ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Ich habe es 4-5 Mal in meinem Leben gemacht und dachte nach dem ersten Mal, ich würde jetzt wissen, wie das nächste Mal wird, aber es war jedes Mal wieder eine bahnbrechende Erfahrung. Okay. Und deswegen würde es einfach nicht der Sache gerecht werden, wenn ich jetzt drüber spreche. Aber Digga, um es jetzt abzuschließen, erstmal grundsätzlich, ich habe ehrlich gesagt schon viel zu oft darüber in der Öffentlichkeit gesprochen, aber da schon wieder zu viel Gedanken, weil ich habe natürlich Angst, falsches Wort, aber man macht sich Sorgen, weil es sehr viele Menschen gibt, die einfach keine Ahnung davon haben und dir dann in dem Moment vorwerfen, dass du irgendwie Werbung für eine Sache machst, die Leben zerstören könnte. Erstmal, ich rede immer, also keine Macht den Drogen und scheiß auf alles, lebt clean und geht vernünftig durchs Leben. Und wenn ich über solche Sachen spreche, bin ich sowieso der Meinung, dass das nur für Menschen ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Reife denkbar sein sollte. Alle anderen sollten es sowieso vergessen. Und um es einfach mal kurz auf das runterzubrechen, was es letzten Endes ist, das ist eine Reise, die du durchlebst an einem Tag, das dauert 7, 8, 9 Stunden und du gehst durch jegliche Emotionen. Ja. Es ist teilweise witzig, es ist teilweise mega traurig, von Lachen bis Weinen, alles passiert so, aber du bist auf jeden Fall mit dem in dir, also das, was in dir schlecht ist, damit bist du an diesem Tag konfrontiert. Ja, nee, und es ist, Leute sagen immer Höllentrip, oder Bad Trip, wenn genau das passiert. Aber wenn du diesen Bad Trip hinter dir hast, dann hast du das hinter dir, ne? Ja. Du hast das dann auch hinter dir gelassen. Du bist fertig damit. Und das ist das Krasse. Das heißt, es gibt gar keinen Bad Trip in dem Sinne, jeder Bad Trip muss passieren. Ja. Der muss halt passieren. Und bei Leuten, wo viel drinsteckt, kann es halt ab und zu mal ein bisschen baddie werden. Aber da musst du dich dem stellen. Wenn du aber loslässt, es geht nur ums Ego. Du wirst an dem Tag erkennen, wie stark dein Ego ist. Ja. Dementsprechend weißt du, Ego ist ja, es ist etwas, es ist ein Werkzeug. Es ist etwas, was auch gut, was wichtig ist zu nutzen, vor allem in dieser Welt, in der heutigen Zeit, in der wir leben. Aber ich bin der Meinung, man sollte sich dem immer bewusst sein, dass es ein Werkzeug ist. Wir sind nicht unser Ego. Ja. Wir sind eigentlich unser Kernbewusstsein. Weißt du, was ich meine? Und in dem Moment, wo dein Ego rauskommt, weil dein Ego wird ja von dieser Substanz angegriffen, der probiert ja dein Ego zu töten, dass du loslassen kannst. An diesem Tag merkst du, wie stark dieser Bastard in dir drin ist. Verstehst du? Und natürlich, es gibt Leute, die können gar nicht loslassen. Und die nicht loslassen können, die ein riesiges Ego haben, bei denen kann es sein, dass die 8 Stunden nur am Kämpfen sind, am Ende gar nichts mitgenommen haben, außer nur, boah, ich bin froh, dass es aufgehört hat. Ja. Ja, okay, aber du kannst halt nicht loslassen. Ich finde, Ego ist so voll der schwer definierbare Begriff, ey. Ja, ist es so. Ich habe es in der Schule ja auch gelernt, aber da konnte ich mir auch schon keinen Reim drauf machen, weil ich weiß noch zum Beispiel, also ich bin ja Einzelkind und ich bin auch nicht der sozial kompatibelste und ich bin auch nicht gut im andere Leute was gönnen. Ja. Das weiß ich. Und ich weiß noch, im Kindergarten
habe ich noch die Sprechchöre der anderen Klassenkameraden im Kopf, wie die immer Ego, Ego, Ego. Und aber für mich war das gar nichts Schlimmes so, weil es ging um Fußballspielen und ich habe den Ball nicht abgegeben, weil die anderen nicht so gut waren wie ich. Und für mich war das dann gar keine Beleidigung. Und ich weiß jetzt, ob man es, wenn man es auf heute ummünzt, ich wüsste gar nicht, wie ich mein Ego beschreiben kann. Also wurde dir auch schon mal so Narzissmus nachgesagt? Es gibt ja diese Hobbypsychologen, die immer im Internet unterwegs sind. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja, genau. Und so, aber ich finde, du welcher Mann hat das nicht schon gehört? Ja, ja, ja. Und ich meine aber nicht mal von Frauenseite. Okay. Ja, da bin ich zum Glück, unbefleckt durch mein Leben gekommen, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das mit einem Riesen-Ego lässt sich das auch gar nicht, vereinbaren. Aber weißt du, was mir eben noch in den Kopf gekommen ist, zum Beispiel Thema Motrip, weil ich ja seine Musik genannt habe und weil ich so, weil er, glaube ich, diese eine Seite darstellt, der hat, also ist ja ein begnadeter Rapper, ein begnadeter Schreiber, eine wunderschöne Stimme, Hits geliefert und mit den Alben zum Beispiel, weil der an der Oberfläche kam, habe ich mich auseinandergesetzt und fand die wunderschön. Und mir gefällt aber nicht, obwohl ich weiß, dass es für ihn viel besser ist und viel gesünder ist. Dass er den Kanacken mit Grips komplett weggelassen gefällt hat. Mir das nicht. Mir gefällt das nicht. Ja. Wir haben jetzt keine Musik mehr. Wir haben jetzt nur noch einen Motrip auf Athletik im Deutschland-Trikot, der für Telekom-Werbung macht, anstatt ich hack's klein wie ein Dealer. So, das ist, ich finde, also, es ist sein Leben. Aber, ne, es ist sein Leben. Das gehört dem, das ist seins. Ja, aber ich finde, also ich als Fan denke mir so, Mann, Alter, wenn du so ein Talent hast, dann bist du den Leuten auch irgendwo was schuldig. Obwohl ich auch weiß, dass es irgendwie, es ist falsch und richtig. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber er ist schon ein gutes Beispiel für eine Person, die sich diesen Schritt dann irgendwann wirklich gewagt hat und gesagt hat, ich mache jetzt. Aber beispielsweise auch Montez kannst du auch so nehmen. Der hat irgendwann diesen Hit gar nicht auf dem Schirm. Montez hatte diesen Hit irgendwann vor 1-2 Jahren, hat vorher auch Musik gemacht, die, glaube ich, in viele verschiedene Richtungen ging. Er war auch eine Zeit lang richtiger MC und hat Savage auf Tour begleitet und sowas. Okay. Aber hatte dann irgendwann diesen Moment mit diesem einen Song und hat dann direkt geschaltet. Wie ist der Song? Dieses Auf und Ab, also so ein Riesen-Hit, vorletztes Jahr gewesen. Sagt mir gar nichts. Und hat dann irgendwann hat gesagt, guck mal, das ist der Shit, den ich machen muss. Und machen muss, machen will, Geld, Künstler. So, ich kann das noch. Ich verbiege mich nicht zu sehr, aber Geld kommt. Es ist schwierig, Alter. Das ist schwierig. Ich glaube, das Geilste ist, und ich glaube, das ist auch das, was ich mir wünsche. Und ich glaube, das ist auch das, was ich hinbekommen möchte, weil ich denke, dass es möglich ist, ein Album zu machen, die diese Credibility und diese Edginess und dieses Reale behält, was du möchtest. Ja. Von Motrip beispielsweise, ja. Aber trotzdem so massentauglich zu sein, dass es an die Oberfläche kommen kann. Okay. Und ich denke, es ist, glaube ich, möglich. Aber du ich glaube, wenn es einen gibt, der es möglich machen könnte, dann bin ich es. Weil ich glaube, dass ich mit Texten viel bewegen kann. Ja. Ich glaube, ich kann Songs schreiben, die durch ihren Inhalt 100% Rap und Szene irgendwie bleiben. Also beispielsweise, kennst du meinen Song 7 Jahre? Habe ich bestimmt schon mal gehört, aber da habe ich die Beziehung zu meiner Ex-Partnerin thematisiert. Das ist einer der liebsten Songs, den ich gemacht habe über Borderline-Krankheit. Und dieser Song hat nichts mit Playlisten-Mechanismus zu tun. Er hat einfach 15 Millionen Streams jetzt fast. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Song das machen kann. Das heißt, nur über Emotionen, nur über das, was ich sage. Das heißt, noch ein bisschen Salz und Pfeffer und das wäre vielleicht so ein Goldsong, der einfach untypischer nicht sein könnte. Kleine Prise Paula Hartmann noch in der Hocke. Genau. Dann wäre das. Weißt du, was ich meine? Das heißt, mir ist schon bewusst, dass wenn ich diese Facette von mir, wenn ich mich voll darauf konzentriere und ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe vieles in mir drin, was wertvoll ist, zu Papier zu bringen, wo, glaube ich, viele Leute so, wo ich die Leute emotional abholen kann. Und du kannst mit nichts mehr Menschen erreichen, als mit Emotionen. Ich weiß, ich bin Comedian, Alter. Weißt du? Die Leute denken heutzutage, dass nur weibige Musik oder Musik, die du nebenbei hörst, dadurch wirst du sehr schnell erfolgreich, das macht dir schnell die Hallen voll und dies und das. Aber ich sag dir, mit Emotionen kannst du trotzdem noch mehr Leute erreichen. Wenn du sie richtig einsetzt, wenn du sie richtig platzierst, wenn du auch den Zeitgeist irgendwo triffst, da klar, das sind alles Sachen, die auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, Emotionen sind immer, die größten Songs gehen in die Musikgeschichte. Sag mir jetzt die größten Songs. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Beat It ist jetzt kein Song, der emotional, der großartig emotional. Aber Celine Dion, When My Heart Goes On. Ja, natürlich, Whitney Houston, wenn du jetzt die größten Love-Songs durchgehst, natürlich. Ist ja an Emotionen gekoppelt. Ich würde aber trotzdem auch widersprechen, weil ich glaube... Last Christmas, Alter. Ja, seit 40 Jahren fickt er jedes Jahr jeden Deutschrap-Hit ab Weihnachten. Weil Weihnachtszeit ist... Es ist emotional. Das gehört dazu. Ja, ja. Man muss das da hören. Ja. Das ist auch der einzige Monat, wo der Song nicht
Rattenpisse ist. Weil sonst ist der scheiße. So, jetzt ist geil. Der scheiße. Geil. Ja, aber wenn da Geschenke liegen, ist das der schönste Song. Ja. Naja, aber ich würde da trotzdem, glaube ich, auch trotzdem widersprechen. Ich glaube, so ein weiß nicht, Lelele, Gejaule oder Kokaina oder so, von also Langlebigkeit brauchen wir nicht überreden. Da sind natürlich die Dinger, die ins Herz gehen, so, die haben Quote. Du bist damit auch viel länger Fans. Das, genau. Ne? Und du hast ja auch mittlerweile, du machst ja schon so lange, du hast ja Fans, die mit dir, du bist ja selber vor jung ins Game gesteppt, das heißt, du hast ja Fans, die mittlerweile so alt sind wie du oder älter sind als du, die du durchgeführt hast. Und das, ja. Ist ja auch ein krasser Fakt. Also ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde bei dir wirklich Eier in den Mund nehmen. Um Gottes Willen. Nee, dass du nur weißt, dass du nur, ich sage jetzt extra nicht Pause, dass du weißt, was du alles schon gemacht hast, dass du dir viele Sorgen umsonst machst, aber ich bin nicht in deinem Kopf, ich fühle nicht dein Leben, ich fühle nicht deine Kriege, ich habe nicht deine Beziehung, ich habe nicht deine familiäre Konstellation. Deswegen kann ich mir darüber keinen. Bro, ich denke, dass der Krieg im Leben eines jeden Menschen und vor allem auch im Leben eines jeden Mannes, der ist am Ende des Tages der Mann zu werden, der man sein will. Ich habe voll Probleme damit, wenn man sagt, so Mann. Ja, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Ja. Aber so die Person zu sein, die man sein will. Lass mal Mann weg. Die Person, die beste Version von sich selbst zu sein. Ja. Und ich glaube, ich bin noch nicht dort. Und ich bin jemand, der, wie gesagt, streng zu sich selbst ist und das erreichen möchte. Aber stößt du Leuten noch regelmäßig vor den Kopf? Nicht extra. Wahrscheinlich so unbewusst durch, passiert das schon. Ja, aber ich bin jemand, der oft in seiner eigenen Bubble ist und dadurch ein Eindruck von Ignoranz, Arroganz oder Abwesenheit erzeugt. Aber das ist absolut nicht böse. Ich bin einfach nur in Gedanken. Ich bin manchmal so, ich weiß nicht, ob das ADHS ist oder ein leichter Autismus. Keine Ahnung, aber viele Menschen, die mit mir unterwegs sind, für die so freundschaftlich ab und zu mal mit mir unterwegs sind, für die ist das sogar ein bisschen lustig. Mhm. Meine verpeilte Art und dieses, ey, ich bin irgendwo, aber die wissen, Alter, in seinem Kopf rattert's. Weißt du, was ich meine? Aber das gehört dazu. Aber für Menschen, die dauerhaft neben mir sind, wie zum Beispiel eine Partnerin oder Familienmitglieder oder so, kann das wirklich sehr anstrengend werden. Okay. Weil du am Ende des Tages irgendwie, du bist immer mit mir, aber bist auch irgendwie immer ein bisschen alleine. Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, weil, also klar, verbal, dass man mal so hier ist und dann auf einmal so paff, weil du emotional da bist und dann in solche Situation ist und du kannst nicht so schnell switchen, weil du so intensiv da warst, das kenne ich auch. Und dann hat man, wenn man eine gute Frau hat, und das hatte ich jetzt auch 5-6 Jahre lang, die dann wirklich damit umgehen kann oder die gerade sagt, die dann so mir was erzählt und die merkt nach einem halben Satz so, ich bin bei irgendeinem Text oder bei irgendeiner Comedy-Nummer und dann erzählt die einfach, dann fängt die immer an mit, und gestern im Ferienlager, da ist so, stimmt, okay, sorry, ich höre wieder zu. So, die weiß, das ist keine Absicht. Ja, ist charmant. Ne? Und das ist ja so dieses, also sag ich jetzt mal, eine gute Frau oder ein guter Partner, der weiß dann halt, das ist nicht böse gemeint. Yeah. Das ist kein Desinteresse, sondern der Kopf ist halt gerade irgendwo anders. Ja. Yeah. So. Ja. Ja, es ist schon, also das Künstlerbrain ist geil, wenn man es hat, wenn man sich so denkt, wo kommen diese ganzen Ideen her und warum erreiche ich damit so viele Leute und die fühlen dasselbe, was ich mir in meinem Scheißkopf, in meinem Zimmer ausgedacht habe, erreicht jetzt Tausende oder Millionen von Menschen, das ist krank. Aber wenn eine normale soziale Situation da ist, bist du der größte Spasti, damit kommst du nicht klar. Das ist halt, super konträr, das Ganze. Wie vereinbarst du das Ganze mit deinem Dasein als Vater? Würdest du sagen, du bist ein guter Vater? Ich bin ein sehr guter Vater, ja. Ja? Ja. Und ich hole aber auch das Feedback, ne? Okay. Also wir sind jetzt seit einem Jahr getrennt und für mich ist, ich lese aus jeder, heute hat die mir zum Beispiel geschrieben, weil ich musste meine Tochter jetzt, weil es spontan war, für 3 Stunden bei einer Freundin abgeben, die sich voll gefreut haben, die Kinder können dann spielen. Und da hat meine Frau mir geschrieben, viel Spaß bei der Aufnahme. Hat mir so ein Mikrofon geschickt, Mikrofon-Emoji. Und ich habe daraus aber nicht gelesen, hey, viel Spaß bei der Aufnahme, sondern so, ja, jetzt bist du bei der Aufnahme, ne? Und deine Tochter ist jetzt da. Ich weiß zu 100%, dass sie das nicht so meint. Aber ich bin so in meinem Kopf drin, ich will der beste Vater sein und ich will meiner Ex-Frau das so geil wie möglich machen. Jede freie Sekunde, die ich habe, ich kann die Maus kann ich nehmen von dann bis dann und dann wieder von dann bis dann. Und dann frage ich die aber auch, bist du damit zufrieden? Meint die, ich will mich verarschen, meint die. Ich sehe doch, wie du unterwegs bist, du kommst wieder, du nimmst die sofort. Du fragst immer nach, die Kleine, die kommt beseelt wieder, wenn die beide ist. Deshalb weiß ich das. Aber du hast kein beständig, also du bist nicht dauerhaft, also ihr seht euch nicht jeden Tag. Nein, wir sind komplett Freestyle. Okay, ist das schwierig für dich? Also tut dir das weh manchmal oder machst du dir Vorwürfe, dass du nicht dieser 100% präsente Vater sein kannst? Nein, weil ich finde, sie hat die 100%ige Elternpräsenz.
Also meine Frau hat sie 3 Tage, dann habe ich die 5 Tage. Dann hat meine Frau die 10 Tage, dann habe ich die 2 Tage. Die ist immer mit jemandem, den sie liebt. Ja. Und du sagst wahrscheinlich auch unterbewusst oder wahrscheinlich vielleicht auch bewusst, sie soll meine 100%ige Aufmerksamkeit bekommen, wenn ich da bin, und dann lieber bestimmte Zeiten, wo ich dann auch darauf fokussiert bin, voll, als dass ich jeden Tag präsent bin, aber dann 50-50. So, und ne? Du kannst, man kann ja so ein Kind in dem Alter auch lesen, und die ist, was soll ich jetzt sagen, die liebt dieses Modell. Klar wäre es bestimmt schöner, wenn ich mit der Mama noch in love wäre und wir wären alle zusammen mit ihrem großen Bruder noch auf einem Haufen, aber die ist auf jeden Fall nicht unzufrieden mit dem, was hat. Die ist dann 2 Tage bei mir, sagt, irgendwie vermisse ich die Mama. Sollen wir die Mama anrufen? Okay. Und wenn die Kleine dann sagt, morgen würde ich gerne wieder zur Mama, dann ist sie morgen bei der Mama. Und dann ist sie 2 Tage bei der Mama und sagt so, Mann, wenn der Papa mir die Haare kämmt, weil die hat so krasse Locken, wenn er mir die Haare kämmt, da tut es irgendwie nicht so weh. Können wir einen Tag warten und kannst du dann morgen früher zum Papa? Dann fragt die mich, sag ich, natürlich. Und ich habe dir heute die Haare gemacht wie ein Gott. Ne? Schön mit Kokosöl und ein bisschen Ziepen, dabei was geguckt und dann schön gemacht und dann gehen wir raus mit diesem schönen Afro und so. Das sind so, und die merkt auch, wie viel Liebe ich da reinstecke, wie viel Interesse ich habe. Und ich würde sagen, dem Kind fehlt es an gar nichts. Das Einzige, was noch toppen könnte, wäre halt, wenn jetzt in der Konstellation alle unter einem Dach wären. Geil. Aber das freut ist, mich, Digga. Ja. Geil, das ist halt auch super wichtig. Ich meine, du kennst das ja selber. Du hast ja jetzt, wie alt ist das, das jetzige Kind? Das ist jetzt neu zur Welt gekommen, 6 Monate. Boah, crazy, Alter. Das ist eine sehr schöne Zeit. Das ist eine sehr schöne Zeit und das ist aber auch, weißt du, was ich auch immer krass finde? Weil wenn du jetzt selber überlegst, wann deine erste Erinnerung in deiner Kindheit war, da kommt keiner bis 3 Jahre oder vielleicht 4 Jahre, so eine lebhafte Erinnerung. Mhm. Ne? Und aber trotzdem ist das jetzt das Fundament. Ne? Die weiß mit 16 nicht mehr, dass ich dir die Haare ohne Ziepen gemacht habe. Ne? Wie alt ist deine Tochter? 4. Ah, okay. Aber so gut, wie es dir jetzt geht, diese Liebe und so, dieses Wohlbefinden, trägt die ja in ihr späteres Alter mit rein. Das heißt, die hat dann später, wenn die, keine Ahnung, 10 oder 15, so mal ich es mir aus, im Herzen weiß die, der war ein guter Papa, obwohl die nicht mehr aufzählen kann, der hat da auf mich aufgepasst oder da so und so die Haare gemacht. Vieles programmiert sich unterbewusst. Genau. Man sagt auch, dass das Embryo schon im Bauch Emotionen, die merken Stress. Mitnimmt. Ja. So, deswegen, und das ist auch, ich bin ja auch in Therapie und da sind auch so Storys ans Tageslicht gekommen, die ich nicht mehr weiß, die meine Mama mir erzählt hat. Und wenn ich mir denke, ich war da so alt wie meine Tochter jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter jetzt diese Situation durchmachen müsste, ist es klar, dass ich irgendwo einen Knacks habe. Weißt du, und das ist mir auch bewusst. Es gibt ja Leute, denen ist das nicht bewusst. Krass. Ne? Also ich bin mir da ziemlich sicher, ich mache viel Selbstanalyse, du wahrscheinlich ja auch. Mhm. Sonst wärst du ja gar nicht in der Lage, sowas zu sagen auch. Ja, ich bin in einer ziemlich ähnlich umgekehrten Situation. So, weißt du, bei mir, ich habe selber keine Erinnerungen, die so problematisch sind. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Eltern haben sich ein oder zweimal richtig krass gestritten. Und ich kann diesen Moment noch perfekt. Ja. So, weißt du? Ja. Und ich bin 2-mal Vater geworden, 2-mal komplett unterschiedlich. Das erste Mal, als ich Vater geworden bin, war ich selber gefühlt noch ein Kind. Wie alt warst du da? 22. Okay. 22. Mhm. Noch mittendrin im Dschungel. So, ne? Ja. Auch noch. Aber natürlich auch nicht geplant. Nicht geplant, aber an dem Moment, wo es kam halt, ich bin schwanger, nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass wir das abbrechen oder so. Dieses Verantwortungsbewusstsein dem Leben gegenüber, dass ich einfach wusste, ey, da ist eine Seele, ich entscheide jetzt, ob die leben darf oder nicht. Mhm. Das war schon, ey. Oder deine Frau. Ja, klar, nein, natürlich. Ja. Also, aber ich weiß, in dem Moment wurde ich nach meiner Meinung gefragt. Und hätte ich da darauf hingedrängt oder gesagt, ey, ich fühle das noch nicht und so, dann hätte ich das wahrscheinlich in die Richtung lenken können. Also ich hatte in dem Moment viel Entscheidungsmacht darüber, aber nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. So, dieses Verantwortungsbewusstsein hatte ich schon in dem Alter, aber ich würde sagen, ich war nicht ansatzweise so reif, wie ich heute war. Wie denn auch? Und bin auch deswegen, mache ich mir heute viele Vorwürfe. Aber das arbeite ich auch therapeutisch auf, weil ich war, ich bin ein Mensch, ich muss die Kontrolle über Dinge haben. Weißt du? Okay. Und ich hatte einfach nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern weil die Situation es einfach dazu geführt hat, so weißt du. Ich habe Leute, die sich mit meiner Musik beschäftigt haben und auch dem, was ich vor einigen Jahren ein bisschen nach außen getragen habe, wissen, dass ich aus einer sehr schwierigen Beziehung komme und ich hatte nicht die Kontrolle darüber, meine Tochter davor zu bewahren, gewisse Situationen mitzubekommen, die ein Kind in dem Alter nicht mitbekommen sollte. Ja. So, und da
Das ist einer der größten wunden Narben, die ich so Glaube ich. mittrage, weil ich habe die Bilder alle noch im Kopf, weiß, dass sie teilweise nicht im Kopf hat, aber weiß, wie alt sie war und was sie teilweise miterlebt hat. Und ich konnte es nicht verhindern, so. Und sie ist unter diesen Umständen auch mit aufgewachsen. Und das ist so etwas, was mich auf jeden Fall extrem fickt, wenn Aber ich drüber nachdenke. macht sich das krass bemerkbar? Ist die Verhaltensauffällig oder irgendwie charakterlich so gestrickt, dass du sagst, das könnte daherkommen? Ja, definitiv, klar. Okay. Also es ist, um Gottes Willen, ist alles cool. Meine Tochter ist jetzt 11 Jahre, die lebt jetzt bei mir. Also ich habe dieses Jahr das Sorgerecht für meine Tochter bekommen. Also habe sie jetzt komplett zu mir geholt. Und Aber war das ein Kampf? ja, klar. Die ging über Jahre und der war auch in dem Moment für mich entschieden, als sie selber kam und den Wunsch geäußert hat, Okay. zu mir kommen zu wollen. Aber ich habe jetzt natürlich, ich habe eine 11-jährige Tochter, die genauso wie ich sehr reif ist schon für ihr Alter. Also sie ist gefühlt schon wie 14, 15, Ja. schwer pubertierend und das auch noch in Kombination mit so ein paar Traumata-Geschichten, die eventuell irgendwann mal auch vernünftig aufgearbeitet werden müssten, sorgt es natürlich dafür, dass ich jetzt gerade mit einem schwierigen Teenager zu tun habe, Dann weißt noch deine Frau, die nicht ihre Mama ist du? und noch ein Und 6-monatiges Kind. ja, Halleluja, das das ist ein ist so. Cocktail, Alter. Boah. Sicher, dass du nicht nochmal so Das ist auf Psychedelics nehmen jeden willst. Fall. Das ist auf jeden Fall eine wilde Situation gerade. Aber hey, ich erzähle jetzt so von dem Problematischen oder dem, was mir ein bisschen wehtut. Aber es ist trotzdem auch wunderschön. Es ist voll cool zu sehen, dass meine Tochter jetzt in dieses Alter reinkommt, auch irgendwie mit Verantwortung übernehmen zu wollen, können, auch wenn sie es noch nicht so ganz will. Dann gleichzeitig ein junges Baby, 6 Monate alt. Ich bin so zwischen diesen beiden Welten und so. Ja. Also es hat auch, er gibt auch eine Dynamik, wo du dir denkst, ey, geiles Leben, was du dir aufgebaut hast. Hast 2 gesunde Kinder, hast eine gute Frau an deiner Seite. Und lebst jetzt wieder da, wo du hergekommen bist, nach 7 Jahren Berlin, gehst du dahin, hast dir deinen Traum von einem eigenen Heim verwirklicht, wie du Also es dir immer vorgestellt hattest. NRW wieder? Richtig, Und ja. wo da? In der Nähe von Düsseldorf. Wo denn? Zwischen Essen und Düsseldorf. Ja, ich bin ja Ur-Düsseldorfer, deswegen Ja. zwischen Essen und Düsseldorf. Zwischen Essen und Düsseldorf. Ich will jetzt den Ort nicht genau verraten, weil das sind ja halt bestimmte Ortschaften. Und wenn ich jetzt den Ja. Ort verraten würde, fährst du einen Tag lang durch die Gegend und Weißt du dann Bescheid? weißt du irgendwann Bescheid. So, Okay, aber ja. wirklich, da steht jetzt ein Haus und ihr seid da zu viert. Meine Tochter ist noch nicht da, die ist jetzt gerade noch bei meinen Eltern untergebracht, weil das Haus ist eine maximale Baustelle, aber jetzt Okay. irgendwann in 4, 5 Wochen ist es soweit, dass ich sie endgültig komplett rüberhole. Okay, das heißt dann während der Sommerferien dann wahrscheinlich irgendwo hinfahren und dann ein bisschen bauen lassen und dann quasi ab August, September seid ihr dann Richtig, ja. Das ist schon sehr, optimistisch. nee, sehr pessimistisch, aber Okay. ja, ich rechne mit Mai, Juni, dass wir dann endlich soweit sind, dass wir auf jeden Fall alle unter einem Dach leben können. Aber wenn es nicht klappt, dann spätestens nach den Sommerferien. So, und dann Okay. schauen wir mal, wie dieses Das Patchwork-Leben ist eine crazy funktioniert. Also. Konstellation auf jeden Fall. Sowas hatten wir, also natürlich ohne Eigenheim, aber sowas hatten wir auch. Als die Kleine gekommen ist, war der Große, der nicht von mir ist, war 7. Genau, und das ist ja schon ein ordentlicher Unterschied. Ja. Aber der ist halt so kindlich, dass er immer noch mit der auf Augenhöhe spielt. Der ist halt ein richtiges Kleinkind. Und aber 11 oder 10 Jahre ist natürlich schon crazy. Das ist auch mit Schulanmeldungen, umschulen und dann kommt die Kleine ja irgendwann auch in die Kita. Das ist ja. Da willst du noch Musik rausbringen, oder was? Ja, Bruder, ich habe noch einiges vor, aber das ist mehr viele Baustellen. Stress, positiver Stress, teilweise auch negativer Stress. Du hast Ja. zwei gesunde eigene leibliche Kinder, dann hast du noch deine ganzen Label-Kinder, wenn du es mal so Ja. ausdrücken möchtest, was jetzt natürlich ein bisschen wild ist, aber ja, Wer ist bei hast dir? Jamule, weiß ich. Wer ist noch bei dir? Jamule, Fordi, Kianush, Jakari, Rua, Hamso, ein, zwei Leute noch im Hamso Hintergrund. kenne ich gar nicht. Ist das ein Newcomer, was? Street Rapper, die habe ich Okay. schon vor einigen Jahren gesigned. Wenn du dich mit Street Rap beschäftigst, also mit hartem Gangster Rap, Ja. wird dir wahrscheinlich das ein oder andere Ding mal aufgefallen sein. Aber ja, quer durch die Bank, ne? Viele Leute auf dem Label mittlerweile. Ja. Und das ja, du bist ja auch mit einem Kollegen hier, das ja aber auch Verantwortung abgegeben. Also wenn du das jetzt noch alles alleine machen willst. Ja, aber Digga, wir sind hier eine 2 bis höchstens 3 Mann-Show, ne? Bei einer Firma, ich habe diese Konstellation bei anderen Leuten mitbekommen, die haben so einen Laden nicht unter 30, 40 Ja, Mitarbeitern ja. gerockt. Aber ich hatte auch schon Konstellationen, die in so eine Richtung gingen. Also jetzt nicht 30, 40, aber dass ich so 8, 9 Leute hatte und ich habe mich immer nur dabei erwischt, wie ich nach 3 Monaten komplett ausgerastet bin. Kontrollzwang. Auf der einen Seite, ich kann die Sachen nicht abgeben, aber wenn ich sie dann abgebe, fuck ich mich trotzdem darüber ab, wie sie gemacht werden, weil ich sie selber viel besser und viel Ja, schneller bist du machen kein würde. guter CEO, Alter. Und das ist das Problem. Nee, hast du vollkommen recht. Oder Was heißt zumindest kein guter CEO? Ich habe auf nicht jeden als Fall, CEO gemacht. ich habe den
Riecher, den man dafür braucht, und ja, ich weiß, wie ich die Sachen zum Erfolg führe, aber ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass ich selber an vorderster Front dabei sein muss, um den Qualitätssiegel da drauf zu bekommen, der mir wichtig ist, so, ja, weißt du? Und jetzt der Kollege, der mich zum Beispiel hergebracht hat, ist jetzt seit knapp 3 Jahren jetzt mittlerweile schon da, und wir kommen jetzt nach 3 Jahren so auf dieses Level, dass ich so wirklich weiß, er versteht, wie ich funktioniere, er versteht, wie ich ticke. Ich bin jetzt zum Beispiel von hier rübergezogen und es gab echt kurz, lag die Diskussion auf dem Tisch, dass man gesagt hat, ey, beenden wir jetzt die Zusammenarbeit, so, weil eigentlich müsstest du dann auch rüberkommen, weil das Unternehmen ist da, wo ich bin, ja, irgendwie gefühlt. Ja. Ne? Und dann haben wir darüber gesprochen, so, beenden wir die Zusammenarbeit oder nicht. Und was für mich natürlich das Schwierigste daran ist, ich weiß, dass er jetzt 3 Jahre an meiner Seite ist und ein Händchen und ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie ich als Künstler, als Mensch und auch als Chef dieser Firma funktioniere. Hm. Und wenn ich morgen einen Ersatz für ihn holen würde, es passiert nichts anderes, als dass es nochmal 3 Jahre dauert, ja, ihn auf das Niveau zu bringen, auf dem er jetzt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, deswegen probiert man das im besten Fall so zusammenzuhalten. Ja, aber das heißt, du sitzt mit dem da, sagst, hier ist der Umschlag. Ne? So. Und jetzt zieh mit. Ja, schreib mäßig eine Zahl auf, die dir gefällt. Mäßig. Muss ja. Ja. Ja, krass, Alter. Ich hasse Verantwortung. Ich könnte niemals, auch nur für, also Familie, okay, das ist irgendwie aus der Natur heraus, aber so einen Mitarbeiter haben und irgendwie gucken, dass die irgendwie was machen und dann bin ich kurz weg und nee. Also ich habe keinen Kontrollzwang, aber ich wäre, glaube ich, der schlechteste Chef ever. Bruder, weißt du, wie oft ich Büros aufgeschlagen habe, so richtig, wir machen jetzt hier voll das geile Basement, dann irgendwie eine Immobilie angemietet, für 4.000, 5.000 Euro im Monat, ja, Studio, Equipment, Büroraum da, Chillraum da, dies, oder nach 2 Wochen, ich merke, da ist keiner, ja, da kommt keiner hin. Und wenn die Leute da auch morgens mal hinkommen, weil ich die dazu zwinge, ey, du wirst bezahlt, komm hier, ich will, dass du mir zeigst, dass, dann sind die, ja, da und sitzen da und warten darauf, dass meine Anweisungen kommen. Ja. Ich sage, das bringt ja alles nichts. Ja, das bringt auch wirklich nichts. Das bringt nichts. Du müsst dich mal mit meinem Agenturchef unterhalten, also der ist auf jeden Fall, der ist so, ich liebe das, aber der ist so, der redet viel, aber der kriegt das auch alles hin, der macht auch viel und der kriegt es aber hin, hier ist ein Büro, in Stuttgart ist ein Büro, alle kommen gern zur Arbeit, alles funktioniert, das ist halt krass. Also es ist ein krasser Skill, ein Team unter sich zu haben, was dann auch wirklich auch funktionieren kann. Ja, aber ich würde sagen, wenn man zurück auf den Ursprung geht und betrachtet, aus was für einem Metier wir kommen und in welcher Szene wir uns bewegen und was für Konkurrenzlabels es gibt, bin ich schon einer der besten CEOs, weil ich auf jeden Fall Ahnung von meiner Arbeit habe und alles, was wichtig ist, was essentiell wichtig ist, um zu behaupten, dass ich ein sauberes Geschäft führe, dass ich mich nicht vertragsbrüchig mache und dass ich fair zu meinen Künstlern bin, ja, das stelle ich auf jeden Fall zu 100% sicher. Hast du überhaupt, weißt du, hast du überhaupt eine Konkurrenz? Gibt es überhaupt einen Rapper, der CEO ist? Ja, klar. Gab es damals auf jeden Fall noch viel mehr. Also mir würde jetzt keiner einfallen. Aktuell fällt dir keiner ein, weil es jetzt dieses Label-Konzept quasi nicht mehr gibt, also bei keinem anderen mehr gibt, wo es auf die Art und Weise noch funktioniert wie bei mir. Aber welcher Rapper ist denn Chef von oder hat 5, 6 Künstler? Beispielsweise Bushido hatte sowas auf jeden Fall, Farid hatte sowas auf jeden Fall, Khatar hatte sowas auf jeden Fall. Hatte. Ja, okay, aber die haben, ich werde es ja auch, irgendwann mal wirst du bei mir auch sagen, hatte. Ja, aber also haben die alle nicht mehr. Ich werde es ja nicht mein Leben lang machen, aber ich... Das ist jetzt auch die Frage. So, haben die sich bewusst irgendwann dafür entschieden, dieses Kapitel zu schließen? Okay, oder ist der Misserfolg gekommen und hat gesagt, ihr müsst dieses Kapitel schließen? Ja. Das ist jetzt die Frage. So, weißt du, Farid hat auf jeden Fall einige Jahre sehr stabil sein Ding gemacht. Ist wahrscheinlich hier und da mal dann irgendwann abgefuckt gewesen, wenn der eine oder andere Künstler gegangen ist und so ein bisschen in seine Vision reingeschissen hat. Weil wir als Künstler, die so ein Movement-Ding machen, haben eigentlich alle eine Vision und wollen auch nur das Beste fürs Ding. Und das wird manchmal nicht verstanden und dann hat er wahrscheinlich irgendwann bewusst gesagt, okay, jetzt ein bisschen weniger und jetzt baut er ja wieder mit neuen Künstlern auf, die auch relativ erfolgreich sind, die er aus diesen Casting-Formaten, die gerade im Internet so stabil sind, rauspickt. Bushido hat auch auf jeden Fall den einen oder anderen Künstler hervorgebracht, der eine krasse Legacy hinterlassen hat. Weißt du? Ja, einfach nur Shindy. Shindy, K1. Okay, K1 hatte dann irgendwie einen Absturz, Hip-Hop-Legacy-mäßig, der nicht so cool war, aber er hat auf jeden Fall auch 1, 2 richtig dominierende Alben innerhalb der Szene abgeliefert. Ich würde auch sagen, also... Und auch 2006, 2007 war im Babassat, den er damals rausgebracht hat, auch eine richtig heiße Nummer, Digga. Also was Straßenrap und so anging, er war die Prototyp-Stimme für Gangster-Rap-mäßig. Ich finde auch CCN2 mit Zart ist das, also mein Lieblings-Bushido-Album. Mhm, gehört auf jeden Fall dazu. So, und dann die ganze Samra-Kapi-Ära, okay, Kapi war schon groß, aber er hatte auf jeden Fall auch dieses
dieses Movement, würde ich sagen. Weißt du, also diese Marke, die hatten die alle, Xatar auch, wo du wusstest, wenn alles über Mix oder Banger-Musik oder erst guter Junge morgen sagt, ey, es gibt einen neuen Künstler und den präsentieren wir jetzt, waren die Augen erstmal da und haben gesagt, alles klar, ja, den ziehen wir uns rein. Das kann ich finde, Banger-Musik ist so ein geiles Label. Also ich bin ja auch mit dem den Mo, kenne ich ja seit wir 14 oder 15 sind. Ja, und ey, ja. Und ich habe ja einmal mit denen zusammengearbeitet, als die da dieses sagenumwobene Mighty-Battle in dieser leeren Halle da gemacht haben, wo da Leute Gewinnspiel gemacht haben während des Battles. Aber da habe ich auch mit dem ein bisschen telefoniert und diese, also mich wundert das immer, vielleicht aber auch, weil ich so ein oberflächlicher Spasti bin, mich wundert das, dass jemand, der daherkommt, mit solchen Leuten zu tun hat, so eine Musik macht, dann auf einmal so super klaren Business-Talk und vernünftige Ansätze, Professionalität, Leitsätze und so runterbetet, wo ich mir denke, krass, wie kann man sich das in diesem Dschungel bitte aneignen? Indem du relativ früh damit beginnen musstest, alles selbst in die Hand zu nehmen. Ja, Farid, Fahd, Casey, ich weiß nicht, auch ein paar andere. Wir kommen aus einer Zeit, wo Deutschrap komplett in den Arsch gegangen ist. Also ja, industriemäßig, kommerziell gesehen. Das war so die schlimmste Zeit. Ich kann mich noch die Downloadzeit, ne? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwann mal 5000 Einheiten verkaufe, dann habe ich es geschafft. Ja. Also das war wirklich schwer, überhaupt diese Marke zu durchbrechen. Es gab Sido, Bushido, dann gab es so zwei, drei, die so auf deren Fersen waren so, und sonst gab es gar nichts. Sonst war alles andere kommerziell tot, weißt du? Also in dieser Zeit ist bei uns das, was man einen Hype nennen könnte, entstanden oder wo es das Potenzial dazu gegeben hätte, dass man daraus einen Hype machen konnte, aber keiner wollte jetzt da rein investieren, weil das Genre de facto tot war, so, weißt du? Und in dieser Zeit musstest du alles selbst in die Hand nehmen. Du musstest einfach deine 1000 Euro, die du da in deiner Spardose hattest, nehmen, um ein fucking Video zu bringen, was dir keinen einzigen Cent Return of Invest bringt. Ja. So, und hast das haben wir so gemacht. Hast du auch so kleine Misttouren gespielt? Ja. Ja? Ja, ja. Also PA Sports und dann 50 Leute. Klar, habe ich auf jeden Fall erlebt. Ja. Natürlich. Das war damals gang und gäbe, das zu erleben. Ich sag, das ist auch der vernünftigste Weg. Die krassesten Superstars haben das alle erlebt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich komme aus einer Zeit, wo sich ein Profi darüber ausgezeichnet hat, dass wenn du irgendwo ankommst und aus welchen Gründen auch immer, ob der Veranstalter Scheiße gebaut hat und diese Scheiße nicht vernünftig beworben hat oder ob du einfach keine Zugkraft in dieser Stadt hast, was es auch immer ist, wenn da 50 Leute sind, gehst du auf die Bühne und performst, als ob da 5000 Leute stehen. Heutzutage, wenn du 50 Leute hast und auf die Bühne gehst, bist du ein Hurensohn. Ja, ja. Du bist ein Hurensohn. Ja, ja. Weil wenn davon am nächsten Tag Videos auf TikTok erscheinen, bist du der größte Bastard. Ja. Früher wärst du der größte Bastard, wenn du das nicht gemacht hättest. Ja. Ja. Ich schwöre dir, und wenn du mit einem richtigen MC, wie Savas beispielsweise, hier sitzen würdest, und er kann dir wahrscheinlich ein Märchen singen von solchen Geschichten, weißt du, weil die einfach während einer langen Karriere mal passieren hier und da, und er wird dir sagen, das ist das un-MC-mäßigste und unehrenhafteste, dann zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Ja. Weil da kann eigentlich da kein Video entstehen. Aber heutzutage ist das so. Du musst wirklich aufpassen, dass diese Propaganda, die dann im Nachgang gefahren wird, dich kriegt. Für dich ist das nur ein normaler Abend. Okay, ich bin jetzt hier hingekommen, was mache ich jetzt? Nehme ich die 15, 20k mit und mach den Scheiß jetzt hier oder lasse ich das Geld liegen dafür, dass ich mir diese Blöße nicht gehe? Wie auch immer. Oder aber überhaupt der gesunde Gedanke zu sagen, Alter, die 50 Leute, die gekommen sind, haben Geld ausgegeben, die wollen mich jetzt sehen. So, soll ich was sagen? Obwohl ich ja Comedian bin und bei uns der Weg haargenauso ist und auch sein muss, solo in Erfurt, 100er Location, 13 Leute sind da. Dicker Spiel, wie als wenn der Laden voll ist. So, das ist ganz normal. Obwohl das bei uns normal ist, habe ich heute ein Video gesehen von einem Battle-Rap-Kollegen, wie der eine Tour gespielt hat im Osten, weil der ist halt aus dem Osten. Und da hat der da gespielt, Mann, Dicker, die haben da, kennst du dieses Bandfoto vor den Leuten? So, auf der Bühne waren mehr Leute als dahinter. Und mein erster Gedanke war so, was ist das denn für eine... Und bevor ich den Gedanken zu Ende machen konnte, war ich so, nee, stimmt ja. Das ist genau der richtige Weg. Das ist Ehre, das ist geil, dass der das macht. Dass der da mit einer Band vor 18 Leuten spielt, ist ein Killer-Move. Ja. Aber wegen Social Media war aber mein... Das ist auch Unterschied dieser Generation. Digga, ich war auf Life is Pain Tour 2022, stabile Tour, haben so 1500er bis 3000er Locations gespielt in der Spitze. Dann bin ich so in so Venues, wo ich mich noch erinnere, mit 23, 24 habe ich in der kleineren Version davon gespielt. Ja. Und es war so der Traum, dass du da in der großen Halle spielen kannst und so. Ne? Und ich laufe so echt so, geil, Leute, es ist ausverkauft, es ist rappelvoll. Es ist so, Bruder, die gucken mich an, als ob das Normalste der Welt wäre. Ist nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist noch nicht mal gut, weil der und der spielt gerade Arena so und so. Und dann wollt ihr mich verarschen. Ja. Aber so ist die Generation, Leute. Ich sehe Videos, wie, keine Ahnung, irgendjemand spielt im Palladium in Köln vor 5000 Leuten und dann siehst du so Kommentare in dem drunter.
Boah, krass, vor wie wenigen Leuten der spielt, weil die einen Tag vorher ein Video von Iliver gesehen hat, die jetzt halt in der Langsess steht oder so. Ja, ja. Aber Digga, es sind alles verschiedene Wege, die sich verschieden etablieren, Alter. Natürlich, eine 5000er alle zu spielen, ist immer noch mega krass. Es kommt ganz drauf an, wo du herkommst. Ja, ja. Weil diese kleinen Kinder-Hypes. Was für eine Mucke du machst, wie lange du schon dabei bist. Ja, aber ich glaube, wenn du schnell in so einer Arena landest, schnell, von heute auf morgen, kannst du auch von heute auf morgen wieder rausfliegen. Ja. Und wenn du dir diesen Weg peu à peu aufbaust, wirklich, du spielst vor 100 Leuten und dann spielst du das nächste Mal vor 300 Leuten und dann kommen irgendwann 800 Leute und dann machst du das erste Mal eine 1,5er voll. Ja. Und dann kommst du irgendwann bei der 2-3000er an und so. Es ist scheißegal, ob du in dieser riesigen Arena landest oder nicht. Diese paar tausend Leute, die hast du für 10, 20 Jahre, safe, wenn du die fliegst. Ja. Diese Leute, die kommen einfach nur, weil es ein Event ist. Ja. Die kommen, weil es ein Event ist, weil du gerade einen Hype hast. Diese Halle wird leer, sobald dein Hype geht. Ja. Gehen auch die Leute. Ja. Ganz einfach. Und soll ich was sagen? Ich habe ja, also wie gesagt, bis auf die letzten 5 Jahre Bushidos Legacy, Deutschrap-mäßig, krank, Alben, Classics, hast du nicht gesehen, Quotables, so. Der hat jetzt diese Arena-Tour gespielt und ich habe das gesehen und die Zahlen sind ja unfassbar. Ja, ne? Unfassbar. Vorhin nach so einer langen Pause und so. Aber soll ich was sagen? Ich habe es mir anders vorgestellt. Also ich bin halt, was ist Fan der ersten Stunde? Ich höre den seit 2004. Und ich sehe die Arena und ich sehe halt die Handys und ich sehe, wie der da rappt. Vielleicht waren es die Videoaufnahmen, aber das ist nicht gebührend. Da stehen nicht... Die letzte große Bushido-Tour. Dicker, da muss du merkst immer noch, da stehen 20.000 Leute, aber die bestimmt 60% von denen könnte nicht mitrappen, wenn er bei Nacht kommt. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich weiß, was du meinst. Normalerweise bei der Tour, der muss sagen, der vom Bordstein, Handy rein und dann irgendwann sagen, tschüss Berlin, weil die alles machen. Die müssen alles mitrappen können. Das ist die letzte Tour von dem Erfolg. Ja, so, ist aber nicht. Das, guck mal, kann ich dir das direkt... Das regt mich auf, obwohl ich nicht mal der bin. Digga, ich habe in den letzten Jahren einige Konzerte gespielt und auch teilweise Konzerte besucht von Freunden oder von eigenen Künstlern. Ich habe zum Beispiel Jamule jetzt bei seiner Tour besucht. Ja. Der hat in Köln vor 4.000, 5.000 Leuten gespielt. Ich habe Milano in ein, zwei Städten besucht. Das ist auch ein Homie von mir oder sein Manager ist ein langjähriger Freund und so, ne? Ich habe da eine Sache gespürt. Das sind andere Konzertbesucher als vor 5, 6 Jahren. Events. Vor 5, 6 Jahren, wenn du auf ein Konzert gegangen bist und so viele Leute für dich gekommen bist, ich schwöre auf meine Mutter, die sind massenweise umgekippt und es ist dort eine Massenhysterie ausgebrochen. Ja. Jetzt bei diesen Konzerten, und ich will den Jungs das nicht absprechen, es ist halt heute so. Digga, du bist da und du siehst in dieser Crowd, das ist so für die, ich bin heute hier, übermorgen gehe ich zu Dadan, nächste Woche ist das Luciano-Konzert und übernächste Woche bin ich bei dem. Vor 6 Jahren waren die einmal oder höchstens zweimal im Jahr bei so einem Konzert und sind dann auch mit dieser Euphorie zu diesem Konzert gekommen. Ja. Jetzt sind die das Konzert. Ja, safe. Die kommen nicht, um das Konzert zu gehen. Die kommen, um sich zu filmen, ihr Outfit, ihr Social Media drumherum, was sie an dem Tag machen. Ich war heute da. Es geht nicht mehr um das, was dort passiert. So, weißt du was? Wenn du merkst, dass du richtig, ey, für die, das ist für die nicht mehr das. Ja. Weißt du, das ist crazy. Aber gerade zum Thema Jamule, eine geile Story, ich weiß gar nicht, ob der das mal erzählt hat. Der hat ja früher, hat in der Shisha-Bar gearbeitet in Düsseldorf. Ja. Und wie hieß die nochmal? Medusa. Ja, genau, Medusa. Und der das geschmissen hat, war ein Kollege von mir. Oder ist immer noch ein Kollege von Suleiman. Mir? Suleiman. Nein, Hüseyin. Hüseyin? Hm? Okay, liebe Grüße an Hüseyin. Ja, Hüseyin. Ja. Bester Mann. Ja. Und dann war ich halt da und der meinte so, ey, ich habe hier so einen Shisha-Boy, der kennt dich, der macht auch Mucke und so. Und da war das einfach der. Ach, krass. So ein kleiner, hübscher Junge, Pipapo. Und dann ein paar Monate später sehe ich so, MBA, ist so... Wait a minute, Alter, das ist doch der, hä? Das ist einfach der. Und der ist ja einfach, ich bin ja, wie gesagt, Hobbypsychologe und so, und ich verfolge alles und nehme so alles auf. Und der ist ja einfach für die Bühne gemacht. Yeah. Ne? Also wie der sich auf der Bühne bewegt, wie der sich anzieht, wie der rappt, wie der rüberkommt, der gehört da einfach. Also wofür ich auf der Bühne animieren muss, eine Story erzählen muss und Gott weiß, was alles machen muss, er muss nur kommen, ein geiles Lächeln aufsetzen und sich gut bewegen und er hat die gleiche Reaktion vom Publikum. Ja, safe, weißt safe. Du? Das ist auch ein bisschen unfair. Der kommt mit so einem Zweiteiler, macht einmal so Schulter zeigen, yeah! Alle rasten komplett aus und er hat das, was denn? Ja. Und der hat das auch komplett im Griff alles. Ja, ich habe das ja auf dem Festival da auch gesehen und das ist halt jetzt das neue Maß aller Dinge. Du hast Hits, die können die Hits mitgrölen, Weiber rasten aus, ein paar Handylichter und so, das ist halt jetzt das Nonplusultra. Ich glaube aber, dass das alles nicht so beständig ist. Und ich glaube, das international. Glaubst du, dass ein... Ja, das ist jetzt sogar noch ein falsches Beispiel, weil der ist in der Wende gekommen. Ich wollte jetzt gerade Drake oder so, Kanye West sagen. Aber sag mir einen aus der neuen Generation, über den man in 20 Jahren sprechen wird, wie über einen Eminem.
Oder meinetwegen über einen 50 Cent. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr möglich, so eine Legacy zu hinterlassen. Ich glaube, die letzten sind halt wirklich J. Cole, Kendrick und danach. Ja, aber auch J. Cole. Ist jetzt J. Cole hatte. Also, er ist ein unfassbarer MC. Ja. Brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Krasser Künstler und so, ne? Aber ich glaube. Dann nimm nur einen Kendrick halt. Weißt du, ja, Kendrick, Kanye West, Drake sind so, glaube ich, die letzten, die so. Diese Größe. Weißt du, ja. Diese Größe. Das sind doch heutzutage alles, die haben Songs, die haben Hypes, ja, ja. Die selber sind aber, oder die Hälfte der Deutschrap brandneu Playlist, ich kenne den Song, ich kenne die Stimme, aber ich würde den Typen niemals auf der Straße erkennen. Ich weiß nicht, wer der ist. Ja. Ich sage das jetzt überhaupt nicht so aus einem... Das ist die Zeit heute. Ich meine das jetzt nicht von oben da herab. Das ist auch so voll verrückt. Das ist überhaupt nicht, das ist voll komisch. Das sind so verschiedene Bubbles, die mittlerweile existieren, aber es ist geisteskrank. Aber ist das, was du vorhin meintest, was ich an der Musikszene abfuckt, das ist ein Punkt davon? Einfach dieser eigentlich normalste Wandel der Zeit, wie in jedem Genre. Aber du bist ja genau eigentlich genau dazwischen. Wo jetzt zum Beispiel. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin überall, in allem, dazwischen. In allen Aspekten des Lebens bin ich dazwischen. Ja. Dann liegt es an dir, das zu ändern. Das macht mich bescheuert. Leichter gesagt als getan. Ja, das ist überhaupt nicht leicht. Das macht mich wahnsinnig. Ja, wirklich, in jedem Lebensaspekt, den du betrachten kannst, stehe ich zwischen den Stühlen. Ja. Und das hat mich immer, und genauso hört sich auch meine Musik an. Die steht zwischen den Stühlen. Ja. Crazy. Dann nenn dein nächstes Album noch Zwischen den Stühlen. Und mach wirklich, mach eine A-Seite, eine B-Seite und einmal machst du so wirklich Musik zum Aufritzen, einmal machst du Musik zum Rausgehen und Leute abknallen. Ja, aber ich glaube, die Leute, die ich mit der Musik zum Aufritzen anziehen würde, die würde ich dadurch wieder vergraulen mit der Musik zum Abknallen. Das ist das Problem. Ja, aber dafür machst du jetzt. Also du gibst denen die Verantwortung, das andere auszublenden. Das andere dürfen die nicht hören. Du darfst nur bis da hören. Ist so. Ja, was? Neues Konzept. Mach eine Box, wo beides drin ist. Und wenn die das bestellen, ist an dem anderen so ein Schloss dran, was sie nicht aufmachen können. So. Ihr habt es hier zuerst gehört. Crazy. Ja, geil.